Gib ihm! Gib ihm! Warte, ich glaube mich da immer tiefer an und da kommt einfach kein Baum dann in der Nähe. Vielleicht kann ich mich auf diesen Stein retten irgendwie. Ich kann mich da schon anhängen. Dann bin ich raus. Na bam. Sag ich dazu nur. Wortwörtlich. Machen wir es mal so. Na bam, sagt er. Hm? Das war's nicht so intelligent. Einfach ins Schlammloch reinzufahren. Na Schlamm, nicht Scheiße, hoffentlich. Wie ist der für das Auto schon raus schon? Mit Lenkrad ist aber wirklich geil da. Ja, also ich kenne auch keinen, der es zum Beispiel auch bei NS nicht geiler findet, mit dem Lenkrad zu fahren als mit einem Controller. Das ist das, was mich halt wundert. Aber wenn es ungenau ist, verstehe ich es natürlich, ja, dann. Wenn die Lenkeinschlagbewegung nicht so ist, wie du es machst, dann verstehe ich das. Obwohl ich es aber eh Stand mache, wie du gesagt hast. Ich weiß, aber du könntest probieren, es auf Standard zu geben, ob das vielleicht bei dem Lenkrad, weil es ja ein Logitech, also ein LS-Lenkrad ist, voreingestellt dann ist, schon für das eigentlich. Mhm. Was mich aber wundert. Aber kannst du probieren. Aber für das ist es richtig geil. Jetzt hier. Hat eigentlich das LS-Lenkrad Force Feedback? Oder ist gar nicht? Vibriert uns nicht. Okay. Oder es ist ausgeschaltet. Kann natürlich auch sein. Ich merke das im Schlamm, habe ich das gemerkt, dass das Lenkrad, da kriege ich einen Bizeps, oder wenn ich öfters im Schlamm stecken bleibe. Wirklich. Ah, du bist das erste da, so wie es ausschaut. Ja. Passt. Was von der anderen Seite, oder? Nicht ganz. Ah, da bin ich gerade da. Aber bin so da. Ah, sehr nice. Optik. Sehr, sehr ehrlich, wir könnten zurücksetzen und schon die Missionen beginnen. Genau. Oder, wenn wir schon in der Nähe sind. Ja. Du hast, wo du herkommst, von der Holzstation links, dann nehmen wir einen LKW, den wir ruhig ausgraben könnten. Ich glaube, schaffen wir das? Können wir probieren, wenn wir schon in der Nähe sind mit dem Scout. Okay. Kann man denken, direkt da runter? Probieren wir es, wenn nicht. Was denkst du in der Nähe? Jetzt ist er mal, Leute, downhill. Externe Ansicht fahren, weil sonst. Das Problem ist, da kann man nicht aussteigen und zuschauen. Ich sehe nicht, was da runter geht. Ah, das ist schon Straße. Wow! Jawohl! Driften in. Bist du da? Gut gedriftet jetzt. Driften in SnowRunner. Krass. Aber bist du aber, ich merke das wirklich, Alter. Wenn ich mit den Armen so umeinander hantiere, Alter, mit dem Headset am Kopf, Alter, ich fange zum Schwitzen an, echt. Das habe ich beim Controller nicht. So. Und mit SnowRun habe ich dann schon langsam ein Problem mit den 16 Uhr Spiele zum Hochladen, Alter.
Irgendwas habe ich gesagt. Letztens gesehen, was mit dem hochkommen ist, aber ich dachte, oder jetzt erst. Was denn? Warte, wenn ich es wüsste, hätte ich jetzt den Namen gesagt. Stream? Oder ja, Aufnahme? Nein, ich glaube, es war ein Stream. Aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob es ein Stream oder eine Aufnahme ist. Das habe ich nicht geschaut. Es war auf jeden Fall ein gemeinsames Projekt. Ein gemeinsames, aber nicht jetzt 7 Days. Nein. Wo bist denn du? Warst du nicht vor mir? Ja, ey. Du bist aber vorbeigefahren, weil ich bin schon beim LKW. Bist du anders gefahren? Ich bin bei der Holzstation rechts einbogen. Ah, ich komme von der anderen Seite. Warte, dann komme ich von dir auch, von deiner Seite. Da gibt es ja keine andere Seite, oder? Oh ja, von der anderen Seite vom Fluss werde ich kommen. Von der anderen Seite vom Fluss? Ich schaue auf der Karte, wo ich bin. Ey, aber du warst doch vor, bei der Holzstation vorhin. Ja, bin ich vorbeigekommen, weil ich dachte, von der anderen Seite muss man fahren. Ach so, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Ja, jetzt habe ich dich verstanden. So. Na gut. Dann bist du das Zugpferd. Und ich bin. Das Seil. Ah, das einzig Geschissene ist echt, dass das Pedal immer wieder wegrutscht. Das ist das, wo ich mich so einklammert. Das letzte Mal. So. Also Wasser, glaube ich, habe ich ein bald draußen. Muss man aufpassen, dass ich dann nicht zu weit reinkommt, selber ins Wasser. Ich steck da im Schlamm fest, ein bisschen am Weg rauf. Das Licht sehe ich schon, wenn es dann Licht ist. Bitte? Ich glaube, das Licht habe ich schon gesehen. Ich sehe vorne auch bei dir das Licht dort. Ein bisschen weiter fahren, glaube ich. Na? Jetzt glaube ich jetzt das letzte Stück darauf. Zach. Na, warte, geht's nicht. Ich muss jetzt auf dich warten. Bin am Weg, bin am Weg. Ich habe Angst, dass mir ein Grab. Wie viel Sprit hast denn du noch? 39 Liter. Das heißt? Hm? Das heißt? Hälfte. Sorry. 80 hat er. Ich überlege, ob ich dir nicht auch ein bisschen was geben soll. Zum Rausziehen. Aber was ist, wenn ich... Achso, der Motor ist kaputt. Na, das ist unnötig. Der Motor ist kaputt. Und was? Naja, ich kann dich jetzt da ein bisschen rausziehen. Ey, auf dich warte ich ja. Warte, geht das von da vielleicht? Du ziehst mich jetzt. Ich steck fest, nämlich. Mann, ich kann auch als erster fahren. Ist das wurscht? Ich hätte ihn jetzt schon dran.
Ja, ich soll dich hier rausziehen, oder? Na, ich kann schon noch fahren, aber ich habe Angst, dass ich mich dann jetzt festfahre, wenn ich den eine rausziehe. Ich dachte, so zweit geht's besser. Schmeidiger. Scheiße. Warte. Weil, kann ich, oder kann ich den, wenn ich mich da reinsetze? Aber ich glaube, wenn er kaputt ist, kann man ihn ja nicht. Oh ja, kann man. Ich dachte, wenn er kaputt ist, kann man ihn nicht bergen. Ist eigentlich. Dann haben wir's. Könnten wir uns zurück. Warte mal kurz. Geht's? Ich möchte Wind. Ich möchte schauen, wie das mit der Winde geht. Ach so. 4 ist Winde. Okay, das heißt, wir könnten uns bergen eigentlich. Ja. So. Dann mit dem LKW loslegen. Die Frage ist, was haben wir da jetzt für Missionen? Ich würde Felsensturz machen einmal, zum Beispiel. Das ist eine Brücke, zum nämlich auch. Bei Aufgaben. Bei Aufgaben, okay. Was ist das? Diesel kann weg mit den alten Hafen liefern. Okay, die bei dir hast du nicht angenommen, die du gesagt hast, gell? Welche? Die Brücke und so. Brücke habe ich angenommen. Wo ist die dann? Das ist die. Nein, die Fels, die sind bei mir drüben, Felssturz. Die Aufgabe. Ich möchte nicht angenommen, das wäre lost jetzt. Pass auf, ich fange ja mal gleich an mit bei Husky Forward mit dieser Werkzeuglieferung, weil da muss man diesen Schiebeanhänger, der bei uns steht, nur rüberfahren. Mach ich gleich einmal. Ah ja, Gebirgsbrücke war das. Das habe ich nicht angenommen. Lost. Aber ich könnte hinfahren, das ist nicht so weit. Also das ist der LKW, der hat nichts, Alter. Keine Differentialsperre, keine... Meiner hat nur Differential. Der hat nichts. Deswegen habe ich mir eigentlich einen anderen überlegt, um einen anderen, aber... wird schon reichen, von Anfang. Schauen wir mal, wie schwer das wird. Ja. Jetzt geht's ans Eingemachte, Leute. Genau. Es gibt keine Ausreden mehr, jetzt gibt's nur mehr Verlierer. Jetzt fahre ich zur Brücke und dann schleiche ich mich kurz gute Nacht angehen und dann bin ich wieder voll fokussiert. Achso, ich glaube mich da gleich beim ersten Unterfahren ein.
Aber für die Zukunft immer die Aufgaben annehmen. Yep. Das klingt nach einem Plan. Sonst muss doppelt fahren. Ich kann mich da nicht zurücksetzen schon wieder. So. Wenn ich jetzt schon hier bin. So. Muss ich gehe gleich einmal gerade nach Zangen, komm gleich. Irgendwo was hingeben? So, dann bergen wir uns. Sattel hoch. Ah nein, das war... Naja, ich kann mich erinnern. Das ist dann den wir da die Straße fahren könnten. Das heißt, wir machen zuerst das andere. Wir machen tatsächlich zuerst... Wir holen uns da mal Ziegeln. So! Rein ins Getümmel. Man merkt halt ohne Allrad. Heavy Attack.
Menschen. Wichtig, dass das geht. Schaffen wir das schon darauf?